Willkommen zurück bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Es geht weiter mit der nächsten Feenaufgabe. Große Feen, Schlachtfeld. Ich hab jetzt gesehen, dass man die Person, die man... Achso, ich dachte, es wird was erzählt, deswegen habe ich kurz gestoppt. Egal. Ich habe jetzt gesehen, dass man die Person, die man mitnehmen kann... wechseln kann. Den Charakter, den man mitnehmen kann, wechseln kann. Das heißt, ich hätte mich jetzt hier bei der Aufgabe auch für, keine Ahnung, Daruk oder Urbosa oder Revali entscheiden können. Ich hätte nicht zwangsläufig Link für die Aufgabe nehmen müssen. Aber ich finde einfach, Link lässt sich am geilsten zocken. Liegt wahrscheinlich daran... Bitte erledigt noch diese Monster für mich. Mach ich. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Link am meisten gezockt habe. Aber dennoch. ist nun mal jetzt so. Und deswegen nehme ich Link auch mit. Aber ich finde es gut, dass sie einem die Möglichkeit geben, den Charakter zu wechseln. Wenn man jetzt sagt, ja, ich habe Link jetzt so oft gezockt, ich würde jetzt gerne mal wieder Urbosa zocken, was ich auch letztens meinte, dann kann man das auf jeden Fall machen. Werde ich übrigens auch tun, also falls ich mal wieder denke, na, es wäre vielleicht mal wieder ganz geil, mit Urbosa zu zocken oder mit Daruk oder Revali, dann werde ich das auf jeden Fall tun. So, halte die Rubine. Okay. Sind wir schon fertig? Oder ist das so ein... Ah, okay. Nein. Das ist so ein... Ja, so ein bisschen rundenbasiert. Also wir müssen jeweils einen... Gegner besiegen, bevor wir die Rubine holen können. Und er ist instant down. Nice. Die Schatztruhe wurde entdeckt. Ja, okay. Die stand direkt hier. Ich weiß nicht, wie man die vorher nicht gesehen hat, aber na gut. Was auch immer. Zack. Sammle die Rubine. Oh, oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Na, das lässt du bitte sein. So. Und gehst nach Hause. Bam. Ah, schade. Ich dachte, wir hätten ihn jetzt auch instant. Schwarzer Moblin. Okay, der sieht eher braun aus, aber na gut. Wo ist die Scheißschatztruhe? Da. Zack. Okay, nice. Wir haben es geschafft. Oh. Okay, haben wir doch noch nicht. Aber wir kriegen extra Zeit. Wo muss ich her? Da? Da muss ich her. Okay. Ach, da kann man gar nicht hin. Aber warum war da ein Tor? Warum war da dann ein Tor? Ist halt so die Frage. Naja. Ich glaube, ihn können wir auch mal mit der Spezialattacke besiegen. Ich meine, wenn wir die schon abhaben. Und direkt Stasis. Nice. Weg mit dir. Kriegt man immer eine Minute? Oder war das jetzt nur zufällig so, dass ich eine Minute noch Zeit hatte? Okay, jetzt haben wir sogar 1,30. Alles klar. Ah, ich wollte doch gerade weggehen. Jetzt sind sogar zwei Typen, die wir besiegen müssen. Wahrscheinlich deswegen auch 1 Minute 30 anstatt 1 Minute. Und Kryo. Und, ach so, geht ja gerade gar nicht. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich.
Ah, kriegen wir vielleicht sogar beide? Okay, ihn haben wir. Stasis. Und er ist down. Was mit dem anderen? Habe ich den auch direkt getroffen? Ja. Der ist auch instant down. Nice. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das mal so probieren. Okay, geht nicht. Dann machen wir es so. Ich habe lange gewartet. Nun schnell zu mir. Jo, ich komme. So, nehmen wir uns noch ein bisschen Holz mit. Zack. 2100 Rubine. Meine Fresse, bist aber auch gierig. Nimm das! Zack. Boah, die hat fast die ganzen Balken weg. Aua. Ah, dieses Mal konnten wir aber auch ausweichen. Schön. Ja, nice. Ich weiß gar nicht, ob man immer ausweichen kann oder ob man einfach... Oder ob das... nur dann geht, wenn man tatsächlich auch sieht, dass man ausweichen kann. Weil... Ich glaube, man kann tatsächlich immer ausweichen. Weil man hat ja eben gesehen, als ich ausgewichen bin. Also beim ersten Mal. Das hätte mich eigentlich... Ja, genau, die Attacke meine ich. Da kann man ja eigentlich gar nicht ausweichen. Aber ich denke, man muss einfach nur im richtigen Moment drücken und dann geht das. Ah! Bisschen zu spät gedrückt. Bisschen zu spät. Aber jetzt haben wir es wieder hinbekommen. Und sie ist fast down. Ja, komm, jetzt. Spack hier nicht rum. Weg mit dir. Alles klar, nice. Kriegen wir eigentlich immer was dafür? Oder... Ja gut, die Feen wahrscheinlich, ne? Oder kriegen wir auch irgendeinen Buff? Oder macht man es nur wegen den Feen? Weil in Originalteilen hatte man ja immer... hat man ja immer so einen Buff bekommen. Irgendwie... Keine Ahnung, du kannst mal Bomben tragen oder kriegst... irgendwie einen Stärke-Buff oder was auch immer. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was man nochmal... Ah, okay. Große Feen. Einem Quell entsprungene Wesen. Die vier großen Feen sind Schwestern, die in Quellen in ganz Hyrule leben. Um mit Link und den anderen zusammenarbeiten zu können, haben sie sich alle in einer Blume versammelt. Ihre Namen von der Ältesten zur Jüngsten sind Tera, Cesar, Mia und Kotura. Okay, kriegen wir jetzt was dafür? Ja. Ja, in der Tat. Sind das die ganzen Feenquellen? Es gibt neue Einträge in der Galerie. Was ist das? Große... Ah, jetzt können wir das aktivieren. Okay, interessant. Ja gut, dann mussten wir erstmal die Feen besiegen, um die Dinger hier freischalten zu können. Um dann vernünftige Buffs zu bekommen. Ja gut, dann schließen wir einfach mal alles ab, was wir abschließen können. Ja. Ist doch schön. Moment mal. Große Feenlänge. Können wir die Feen zocken? Also in den Missionen? Oder was? Tatsächlich, ey. Das, oh mein Gott, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin nicht zu unterschätzen. Nee, anscheinend nicht. Wenn ihr sogar in den Missionen mitkommt, dann seid ihr echt nicht zu unterschätzen. So,
Leinenurkunden kriegen wir vielleicht noch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich da erstmal... nicht drauf achten. Weil das kann ich auch einfach... das kann ich auch einfach Offcam holen. Hier, Rhodonit brauchen wir noch. Aber ich denke, wir werden erstmal... oh, nice. Hier können wir sogar direkt mit den großen Feen zocken. Ich denke, wir werden erstmal die Edelsteine in den Missionen holen, soweit das denn geht. Und wenn wir die nicht kriegen, dann kaufen wir die einfach. Obwohl, Moment. Ja, ich bin mir jetzt unsicher. Weil wir haben ja nicht mehr so viele Rubine. Vielleicht sollten wir die dann tatsächlich erstmal sparen. Greif mit den Schwestern an und zeige geschickte Ausweich- und Tauschmanöver. Drückst du ZR, setzt jede von ihnen eine ganz individuelle Attacke ein. Können wir mit... ich hatte das jetzt so verstanden, dass alle in einer Blume drin sind und das wie dann alle gleichzeitig steuern. Aber... oh mein Gott. Okay. Oh, was zum Teufel. Ihre Größe ist natürlich... alles klar. Nicht unbedingt einen Vorteil. Boah, Alter. Alles klar. Ihre Größe ist natürlich nicht unbedingt ein Vorteil, weil sie dadurch dann auch einfacher getroffen werden kann. Was sich hier auch sehr stark bemerkbar macht. Holy shit. Okay. Wir mussten tatsächlich jetzt alles... ah, okay, doch. Wir steuern sie anscheinend doch alle gleichzeitig. Okay. Die wechseln sich dann immer ab. Wir mussten jetzt alle Äpfel dafür verwenden, die wir hatten. Ja, das musste ich leider. Ist aber nice, dass sie sich immer so abwechseln. Das ist witzig. Okay. Trainingsgegner. Ja. Tolle Trainingsgegner sind die Jäger. Ich weiß nicht, was ich da davon halten soll, weil... also, dass sie so groß sind, dass sie so einfach zu treffen sind. Weil es ist sowieso schon relativ schwierig, darauf zu achten, dass man nicht getroffen wird. Oh! Wie bin ich da denn jetzt ausgewichen? Und wenn man dann auch noch so riesig ist... ja, absolut nicht gut genug. Dann ist das nochmal umso schwerer. Oh, scheiße. Aufladen, aufladen, aufladen. Und losstürmen. Let's go. Ah. Schmetterangriff. Let's go. Was ist das denn? Okay. Aber es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, dass wir da diese Aufgaben abgeschlossen haben. Dadurch haben wir nämlich direkt zwei Spezialangriffsleisten. Wovon wir jetzt natürlich auch direkt eine benötigen werden oder benutzen werden.
Und wir sollten jetzt mal ein bisschen aufpassen. Wir haben nur noch ein Viertel Herz. Das sind One-Shots. Wir können... Wir haben kein Heilalter mehr. Wir haben kein Heilalter mehr. Schmetterangriff. Let's go. Und direkt... Ist er down? Er ist down. Okay, nur noch ein paar. Komm. Reicht das? Mit dem Spezialangriff? 300 besiegt. Oh mein Gott. Wir sind noch nicht durch? Ja, ich bin Maronus. Kannst du mich... Oh Gott. Ich dachte, er löst mich jetzt ab. Aber wir müssen ihn jetzt auch noch besiegen. Ach, Scheißdreck. Woher kam das denn jetzt? Ja, erneut versuchen. Oh, aber wir starten auch wieder mit einem Viertel Herz. Nice. Okay. Dann ist das ja nicht ganz so tragisch. Man kann dieser beschissene... Kann der mal nicht auf den Sack gehen da drüben? Ah. Okay. Ich hoffe, dass das geht jetzt. Ah, okay. Nein, geht's nicht. Wir müssen tatsächlich jetzt immer ausweichen. Lass mich in Ruhe. Maronus. Auf Maronus. Nein. Und Schmetterangriff. Können wir bei ihr auch die Stufen erhöhen? Weil dann würde sie sich nur nicht hochhealen. Und... Ah, Kryo-Modul! Oh, Mann! Was ist das hier schon wieder? Mach dich weg, Maronus! Verpiss dich! Nein! Oh mein Gott! Was ist das? Hau ab! So, komm. Maronus hat nicht mehr viel. Nein, ich wurde getroffen. Durch was wurde ich getroffen? Mann, dieser beschissene Feuerpyromagus, Alter. Komm, wir kloppen den erstmal weg. Ah, komm, jetzt mach ihn weg. Jawohl. Okay, nice. Jetzt können wir uns auch... Das ist so schwierig mit einem Viertel Herz. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, Maronus, du dummes Arschloch. Komm, jetzt greif mich an, du Spacko. Die Macht des Eises. Das war gar nicht einmal schlecht. Oh. Hä? Wie bin ich gestorben? Maronus, du kleines Arschloch. Jetzt komm her. Und jetzt besiegen wir ihn erstmal da drüben. Jetzt mach ihn doch alle. Schmetterangriff. So. Habt ihr zugesehen?
Frühmodul. Frühmodul, mach! Gut. Jetzt böller ihn halt weg. Nein, 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 nein. Du machst hier gar nichts mehr, mein Freund. Schmetterangriff. Zack. Elektro. Ihm das da reinböllern. Feuer. Und down. Meine Fresse, Alter, ne? Was zum Teufel? Nee, Alter. Okay. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Waffen haben die? Anscheinend Armbänder. Nice. Jo, wir haben Diamanten bekommen. Wir haben eine Pyromagus-Urkunde. Ja, okay. Okay. War ganz geil, vor allem wegen den Diamanten. Aber ich hab keine Saphire und auch keine Rhodoniten bekommen. Die hätte ich nämlich eigentlich ganz gerne gehabt. Was ist das? Saphire? Und hier drüben das Rhodoniten. Okay, ist sonst noch irgendwas aktiviert? Nee. Ja, ich glaube, wir sollten mal bei den Feen ein bisschen Geld reinstecken hier. 1000. Dass sie mal ein bisschen stärker sind. Und dann gehen wir. Ach, wir haben gar nichts mehr. Ach doch, hier. Hier die drei noch. Okay, Belohnung für erstmaliges Abschließen. Kriegt man auf jeden Fall was. Und dann nichts. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das noch. Und wir können die austauschen. Dann machen wir Link rein. Nee, sorry. Oh Mann, ey. Diese Synchronstimme schon wieder, ne? Ja. So machen wir's. Alles klar. Charakter wechseln, ja. Genau das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das hier nötig ist. Deswegen habe ich auch die großen Feen mitgenommen. Weil wir die einfach gerade neu freigeschaltet haben. Und ich die jetzt einfach gerne mal ein bisschen mehr in Action sehen würde. Ja, mal schauen, womit wir es zu tun haben. Wir starten auf jeden Fall der schnelle Reichtum. Okay. Ah, okay. Deswegen die Edelsteine. Ja, macht Sinn. Was zum Teufel? Warum bekommt man hier so viele Rubine? Ich habe gerade 40 bekommen, oder war das einfach gerade Zufall. Da in den Truhen gibt es auf jeden Fall. Oder in den Kisten, besser gesagt.
Ja, hier gibt's richtig was an Rubinen. Also ich denke, es wird gerade später noch eine viel bessere Möglichkeit geben, um Rubine farmen zu können. Aber solange man nichts Besseres hat, ist das hier, glaube ich, ein echt guter Ort. Na, wobei, ich muss gleich mal schauen. Vielleicht bekommt man ja auch nicht so viel, wie ich mir hoffe. Gerade wenn das hier so lange mit den Ivaroks dauert, dann ist es sehr gut möglich, dass sich das nicht wirklich lohnt. Zack. Ja, komm drauf, drauf, drauf. Ja, ich wollte eigentlich auf den Stein hauen. Ah, ich glaube, hätte ich den noch getroffen, dann hätte ich ihm eine Spezialattacke reindrücken können. Aber was soll's, dann machen wir es halt so. Ja. Ich habe dich die ganze. Was zum Teufel? Einen Moment, Leute. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Es geht weiter. Hier bei der schnelle Reichtum. Meine Katze hat gerade leider eine schöne Tasse runtergeworfen, die dann zerplatzt ist. Oh, naja, gut. Bin ich selber schuld. Ach so, wir müssen jetzt tatsächlich zwangsläufig einen Charakter wechseln. Okay, interessant. Aber bin ich auch selber schuld, dass ich den nicht weggeräumt habe. Also, schade, aber was soll's. War zumindest keine Tasse, die jetzt irgendwie persönlichen Wert hat. Sondern einfach nur eine Tasse, die ich ganz nice fand. Aber wie gesagt, was soll's, so läuft das nun mal. Und lass uns einfach weitermachen hier mit der Mission. Was ich aber ganz nice finde, ist hier, das will ich noch mal zeigen. Das ist nice. Ich mag die Bombenmodule, beziehungsweise die Module von den Feen. Was war das? Hier, genau, das Crew-Modul ist zum Beispiel auch ganz nice, wo man dann oben drauf stehen bleibt. Obwohl, nee, das. Nee, Quatsch, das ist sogar gar nicht so geil. Da finde ich das von Link geiler. Wo er dann. Warum trifft sie nicht den Stein oben? Was zum Teufel? Sie kommt da auch locker dran. Ja, da finde ich das Crew-Modul von Link auf jeden Fall viel geiler. Wo man dann tatsächlich auch von runterspringen kann, wenn man will. Aber bei ihr hat es da gerade ein paar Probleme gegeben, wie man gesehen hat. Also bei Maronus. Bei dem Maronus-Ding hat es da echt ein paar Probleme gegeben. Was ich nicht ganz so geil fand. So. Jetzt habe ich den Knopf mal so schnell gedrückt, wie ich konnte. Und das hat richtig reingescheppert. Alles klar. Der schnelle Reichtum ist abgeschlossen. Monsterteile plus 9%. Das ist geil. Ich
glaube, das werde ich mir auch aufsparen, falls man hinterher vernünftig die Boni vergeben kann. Was aber bestimmt irgendwann möglich ist. Beziehungsweise sollte für uns so langsam auch mal kommen, denke ich mal. Also, falls es das gibt, dann auf jeden Fall in Kürze. Oder was ich mir auch ganz gut vorstellen kann, ist, dass es das dann ganz am Ende gibt. Dass man sich so seine OP-Waffe machen kann oder irgendwie sowas. Aber fände ich schon besser, wenn man dann das tatsächlich in Kürze freischalten kann. Ja gut, wir kaufen jetzt auf jeden Fall noch... Wo ist es? Wir kaufen noch 4 Saphire. 4 Stück, ey. Holy shit. Kaufen noch 4 Saphire. Hier gibt's nur einen. Rhodoniten brauchen wir auch noch? Wofür denn? Oder auch hier oben für die Mission. Habe ich das jetzt übersehen? Nein. Hier brauchen wir nur Saphire. Aber da drüben. Oh. Oh, okay. Noch 2 Rhodoniten. Dann kaufen wir einen hier. Und... Oh, da war es sogar ziemlich günstig. Ach nee, stimmt. Wir haben ja diese Preisdenkung freigeschaltet. Ja gut. Können wir hier das Ding jetzt... Nein, können wir nicht. Wir brauchen nur noch einen. Na gut. Dann brauchen wir noch 2 Saphire und 1 Rhodoniten. Ich denke, das werden wir dann beim nächsten Mal hier in den Missionen holen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Schade, dass es so kurz vor Ende dann nochmal einen kleinen Unfall gegeben hat. Aber was soll's. Bis zum nächsten Mal und ciao.